Die werde ich auch bald mal wieder ein Video draus machen, mal sehen. Die werden aber nicht so lange dauern. Das ist das Blöde halt. Die sind eigentlich relativ schnell durch, wenn man die kann. Muss mir vielleicht noch ein paar besorgen, dass ich hier eventuell noch mehr zeigen kann. Ja, mir macht das Hobby echt Spaß. Ich bin auch momentan im Urlaub wieder drauf und dran, schneller zu werden. Also mit einem 3x3, das ist meine Hauptprämisse, dass ich da mal unter 20 Sekunden komme. Bin ja immer knapp dran. Aber das heißt ja ein Haufen üben und ich habe das doch mal wieder eine Zeit recht liegen lassen. Durch das ist da natürlich noch nicht so viel Verbesserung da und dann muss ich mir wieder auf den Stand kommen, was ich hatte. Aber es geht eigentlich relativ schnell, wenn man mal einen gewissen Trainingsstand irgendwo hatte. Dann kommt man da auch wieder relativ schnell hin und das finde ich schon irgendwie erstaunlich, dass sich der Körper das so merken kann, wo er da schon war und so. Es ist eigentlich überall so und nicht nur jetzt beim Cuben, sondern auch bei anderen Sachen. Gut, beim Cuben ist ja 90% meines Erachtens Muskelgedächtnis. Und wenn man sich das einmal aufgebaut hat, dann geht das schon. Und natürlich die Sachen zu sehen, das baut man auch wieder relativ schnell auf, wenn man es mal gekonnt hat. Und ja, deswegen bin ich da wieder drauf und dran, wieder auf alte Muster zurückzukommen, damit ich da auch noch schneller werde. Ich will irgendwann dieses Jahr mal die 20 Sekunden knacken. Das wäre schon toll. Das würde ich super finden, wenn ich das schaffen würde. Am besten bei einer Competition, weil dann hätte ich eine offizielle Zeit mit unter 20. Das würde mir freuen. Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass man die Bestzeit, seine persönliche Bestzeit, auf einer Competition schafft. Also bei gewerteten Zeiten. Das ist ja das Schlimme. So. Jetzt mache ich die Reihe noch, dann guck ich nochmal nach den Öfen. Ob die mich nochmal brauchen. Oder immer noch nicht. Könnte ja auch sein. Jetzt habe ich ja doch schon ein paar Reihen hier rausgehackt. Aber ist schon brutal, was wir hier jetzt raushauen. So, weg damit. Alter, das Abbaugebiet. Ja, ich habe viele Abbaugebiete, um ehrlich zu sein. Viele verschiedene Sachen. Ja, habe ich gut wieder was rausgeholt. Wird eh Zeit, dass ich nachleg. So, die Öfen müssten auch bald ausgehen. Die schaffen ja nur 100 Blöcke oder so. So, da sind 64 drin. So, schön auffüllen. So, ich habe ein 30er Level erreicht. Ist auch schön. So, dann kann ich hier gut paar machen. Solche Steinziegel. Aber die reichen bei weitem noch nicht. Bei weitem noch nicht. So, geht sogar auf. Ist auch selten. So, hier kommt dann der ganze Netherdreck wieder rein. So, und ich habe schon wieder einen Schluck auf. Der nicht so toll ist. Na, oh, komm schon. Ist ja richtig ekelhaft, so ein Schluck auf. Oh. Heute habe ich einen richtigen. Den kriege ich nicht so schnell weg. Ah, jetzt ist er weg. Wenn man einfach mal weiter labert, dann geht das. Na, narf. So richtig ekelhaft. Ah. So. Tief durchatmen. Das wird schon. So. Dann muss ich da noch. Dann gehe ich hier in die Tiefe. Könnte ja auch nach unten mich durchhämmern. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass ich hier einfach sag, ja,
Ich mache hier jetzt Tiefe statt in die Tiefe. Ah, so groß ist es noch nicht. Das kriegen wir schon irgendwann. Wenn wir hier irgendwann mal wieder in die Tiefe gehen müssen. Falls ich irgendwo auf der anderen Seite hier auf Lava stoßen sollte oder so. Oder auf eine Klippe, da wo ich nicht rüber kann und da weiterbauen kann. Dann bis dahin hätte man ja gut genug Platz hier. Oder hätte man einen Haufen Stein hier rausmachen können. Und ich glaube, wir haben hier... Ah, da können wir... Boah, leck mich. Da können wir die ganze Stadt nachbilden, bevor hier irgendwas passiert. Ganze Stadt nochmal in Netherdreck zusammengebaut. Ja, wäre auch eine schöne Idee. So. Komm schon. Hier nochmal rum. So, wie spät haben wir es denn schon wieder? Ich muss natürlich auf die Uhr achten. Nicht, dass mir hier irgendwann der Festplattenspeicher wieder ausgeht. Aber ein bisschen kann ich noch. Ein bisschen klöppel ich hier den Scheiß noch weg. Gehen wir hier noch. Ja, in diese Richtung, wo wir wirklich viel Platz haben. So, ich bin aber gespannt, wann wir da mal an die Grenzen kommen. Also, wann wir da hinten mal ankommen. Aber wenn ich gut hier so weitermache, dann passt es eigentlich. Natürlich bringe ich die anderen Rohstoffe nicht so schnell voll. Da müsste ich wirklich schon mal eine Abbausession starten. Und wirklich nur abbauen. Das ist es ja. Das wäre dann schon ein bisschen krass. Müsste ich wieder mit Ding arbeiten. Wie heißt es denn? Mit Zeitraffer und so. Und euch das natürlich zeigen. Das ist mir ja immer ein Bedürfnis, dass ihr das alles seht. So, hier habe ich auch nicht anständig ausgebaut. Was soll denn der Scheiß? So, ich mache hier jetzt ein bisschen dicht. Es kann ja nicht angehen, dass ich hier andauernd in ein Loch falle. Ist ja bodenlos hier. Hier genauso. Papp, 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 papp. Zap, zap. Zap, zap. Da habe ich nicht aufgepasst, wie ich da gebaut habe. So. Jetzt mache ich hier mal den ganzen Scheiß weg. Mann, wie umständlich habe ich ihn da gebaut? Statt dass ich Reihe für Reihe vorgegangen bin, habe ich eine Doppelreihe gemacht und hier auf verschiedenen Ebenen gearbeitet. Ja, wenn, dann soll das schon nach was Anständigem aussehen. Nicht hier irgendwelcher Gedöns. So, einfach mal weg das Ganze. So, brennen meine Öfen noch? Nee, die sind leer, die sind empty, die sind fertig. So, für 21 hat es noch jeweils gereicht. So, die hole ich auch mal schnell raus. Hier hat es für 23 sogar gereicht. Hier unten. So, und hier sind auch nochmal 21. Dann lege ich hier nochmal 64er Stacks nach. Dann hole ich mir die Eimer auch raus. Und werde da nochmal nachfeuern, nochmal nachlegen. Aber ich versuche mein Bestes. Dass ich hier natürlich alles hier so schnell wie möglich durchziehe. So, 46, 64, 64. Nochmal hier durch die Mitte teilen. So, papp, 9 Stück. Das werden wieder 2 übrig gelassen. So, die haben eingesammelt. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Netherdreck, den wir hier reinpacken können. Und jetzt brauche ich mal die Eimerchen. So, die Spitzhacken kommen hier hoch. Eimer, 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 Eimer. So, noch ein. Dann sind wir es ja. So, 8 Eimer. Machen wir hier alles voll. 8 Mal bitte. So. Da geht nichts mehr, da geht nichts mehr, da geht. Natürlich muss man das ausnutzen, solange es geht. So. Alles aufgefüllt.
So, Lava lege ich mal wieder aus der Hand. Ich will mich nicht unbedingt verbrennen. Ach, was mir gerade auch noch einfällt, man erfährt dann, was man enchantet. Das finde ich auch super. Weil das ist ja doch ein bisschen blödsinnig, wenn man nicht weiß, was man hier enchantet. Und ja, das kommt dann auch noch hinzu. Das in der 1.8, muss ich auch sagen. In der nächsten Minecraft-Version. So. Alle Eimer platziert. So, kann ich weiter abbauen. Mit der Qualität, natürlich nicht mit der Qualität, sondern hier mit den Gedöns hier. Dass das hier auch bald alles weg ist. So, so ein Haufen Scheiß hier. So, eine Spitzhacke habe ich noch. Ich werde auch noch so lange arbeiten hier, bis ich hier die letzte Spitzhacke hier vernichtet habe. Werde dann noch ein paar Dinger ins Brutzel legen. Dass das dann eventuell, wenn ich hier nochmal was brauche, hier nochmal nachlegen kann. Aber ich glaube, die Netherziegel werden mir nicht reichen, dass ich hier den ganzen Boden dann verkleide. Ich könnte ja schon mal ein paar Netherdreck mit rübernehmen und die dann vielleicht noch drüben brutzeln. Will ich jetzt persönlich aber auch nicht. Das ist doch ein Haufen Zeug immer zum Brutzeln. Und da ist mir natürlich die Lava lieber, wenn die hier flöten geht. Weil im Nether gibt es ja genug Lava. Da kann man natürlich brutzeln ohne Ende. Bevor das irgendwann mal langweilig wird. So, ab dafür jetzt die Reihe noch. Dann sieht es ja alles schon wieder hübsch aus. So wie er sich einfach gehört. Gut, und die Mucke regt mich mittlerweile auf. So, papp, papp. Ja, nehmen wir alles mit. Vielleicht muss ich noch ein paar Öfen mehr aufstellen irgendwann mal, dass das dann vielleicht noch eine Ecke schneller geht. Dass wirklich den ganzen Netherdreck, was ich hier produziere, auch sofort alles in Netherstein umwandeln kann. Weil die Öfen kommen ja mal gnadenlos nicht hinterher. Ich könnte ja auch mal einen Handlanger hier einstellen, der mir hier dabei hilft. Dann wird es doppelt so schnell gehen. Könnte er mitbauen. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ah, da ist die Spitzhacke hin. So. Ach komm schon, packe ich alles hier rein. Lass ich mal da drin. So, die Ziegel hole ich hier nochmal raus aus dem heißen Ofen. Aus dem sehr heißen Ofen. Machen wir noch ein paar Ziegelchen. So, die nehme ich mal mit. So, zwei 64er Stacks sind voll. Und damit haben wir 32. Und die ganzen Netherziegel nehmen wir auch mit. Werkbank, Kohle und Ding nehmen wir auch wieder mit. Haben wir zwar nur eine kurze Aktion jetzt mit Abbauen gehabt. Aber ist ja Wurst. So. Zurück geht's, heißt es nur zurück in die schöne Lande. In meine schöne Gegend hier. So, baue ich den Boden heute noch rein? Ah, ich weiß nicht. Jetzt nicht, vielleicht nehme ich ja spät abends nochmal auf. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Kann ja alles möglich sein. Kommt auch auf, immer auf den Festplattenspeicher drauf an, wie viel Platz das man hat und wie viel nicht. Hallo Dorfbewohner, wie geht es dir? So, ich könnte eigentlich... Nee, kann ich nicht. So, was willst du handeln? Eisenbrustpanzer, ne. Ne. Kannst du dir in den Arsch schieben? Da steht eine Kiste, die leer ist. Was macht denn hier die Kiste? Was soll denn der Scherz? Hier gehört keine Kiste hin. Wie lang steht die da schon? Ich weiß es nicht. Naja. Mir kann es Wurst sein. Ach ja, ach nee. Shader brauche ich jetzt auch nicht mehr auf die Schnelle einschalten, wenn ich jetzt dann eh beenden will. So, ich gehe einfach mal hier durch. Dann sind wir schneller im Häuschen. So, mal ohne Shader wieder zu spielen, ist auch mal nett. Sieht gleich wieder so ungewohnt aus. Bah. Dann sieht meine Wohnung so trostlos aus. Naja, ich bedanke mich jedenfalls wieder fürs Erste, dass ihr mir zugesehen habt. Und wieso steht hier... Achso.
zur Ausleuchtung. Und ja, sage ciao, bis zum nächsten Mal.